Redmi Note 10 Pro. In Onyx Grey 6 GB RAM, 128 GB ROM aus Februar 2022. Normale Seiten. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Design bei Redmi. Da haben wir schon das gute Stück. Hier haben wir die SIM-Unlock-Nadel, User Guide und Warranty Card. Und das Aluminium Frame hat das nicht. Plastik Frame auch Plastik. Case, was so leicht drüber steht. Leicht geriffelt und unten noch für das USB-C-Ladegerät. Und hier 3,5 mm Klinkenstecker aus 1877. Ja, packt mal wieder rein. Die Warranty Card und User Guide. Telefon. Das Riesenkameramodul. Natürlich doppelt drüber steht. Und ist vorne gerade und hinten leicht abgerundet. Und ein USB-C in den Lautsprecher und oben 3,5 mm Klinkenstecker. Da haben wir die Spezifikationen: Redmi Note 10 Pro von Mi, 108 Megapixel Quad Camera, Telemarkolens, 120 Hz AMOLED, 6,67 Zoll Dot Display, Dual Speakers, Qualcomm Snapdragon 732G, 8 nm High Performance Prozessor und 33 Watt Fast Charging für die 5020 mAh Typ Batterie. Auf der Seite haben wir 1, 2 Tasten und hier nochmal die große Kamera. Einen roten Rekordknopf Premium Ultra steht hier drauf, der das Filmzeichen zeigen soll. So, und unten haben wir noch drinnen versteckt die Mozik. Das Redmi Ladekabel, das innen Zinnoberrot ist, USB-A, USB-C und das 33 Watt Fast Charging Gerät mit europäischen Stecker und USB-A und ebenfalls in Zinnoberrot. Sehr schön, sehr schön. Packen wir mal das schon rein. So, und schauen uns das Telefon nochmal an. Wie schön das ist. Haben wir sehr groß. Mit 6,67 Zoll. Und 200 Gramm auch recht schwer. Hier haben wir den SIM-Slot. Und Micro SD-Karte. Da haben wir unser Redmi-Logo. Das Redmi Note 10 Pro. Kommt jetzt wieder hinein. Vorsichtig. Das eingepackt.